CoreGamer Production. Willkommen auf der Spieleseite der Macht. Hey, you guys, und willkommen zu Ni no Kuni 2. Mein Name ist der Rockstar. Ich bin Soul. Was ist das denn hier wieder? Das ist, da kriegen wir einen neuen Gnuffi. Mal gucken, was er haben will. Heute bitte, ja, bla bla bla. Bringen wir diesen Nadovice schon. Einen Pilz, der einen aus den Händen flutscht. Den Schmierling bestimmt. Wette ich drauf. Es ist bestimmt der Schmierling. Mal gucken, ob wir recht haben. Mal habe ich nur aus dem Arsch gezogen. Ah, ein Schmierling? Aha! Was soll das das für einer? Ein Gnuffi auf LSD. Hast du mal Gnuffi erschienen? Okay, wer ist das denn? LSD Gnuffi! Fangoofy, die Spore! Fangoofy, die Spore! F steht für Freunde, die was unternehmen. U steht für dich und mich. N steht für natürlich, haben wir Spaß, so ganz freundschaftlich. Klar, Aber F steht für Feuer. U steht für uranreiches und Plutonium. Was ist los? Okay, dann vergiss die Truhe nicht, die du im Kampf gesehen hast. Welche Truhe, welche Truhe, welche Truhe, welche Truhe, welche Truhe, boah, welche, hör auf Truhe damit. Welche Truhe. Diese Truhe dort hinten. Irgendwo da hinten war eine. Zack. Ich wollte eigentlich schneller rennen, aber er lässt mich nicht. Nee, das ist maximale Renngeschwindigkeit. Pilze. Nee, das war hart. Was haben wir gefunden? Ein Okkultring. Yeah, jetzt werden wir die okkulten Künste lernen. Ja, dann würde ich sagen, ab nach Sixtinos, ne? Teleport. Mit Select. Nochmal. Genau. No. Goldorado ist unten. Da. Wuffelplatz. Ab hin. Ich sehe schon kommen, wie ich die ganze Zeit diese Wege laufe und nachher ein Level habe, das nicht mehr schön ist. Stimmt, wird der verjagt, gekreuzigt, amputiert, keine Ahnung, irgendwie sowas. Tachchen. Hm. Oh, da seid ihr wieder. Und ist euch am großen Kubikus irgendwas aufgefallen? Oberstes Orakel Sixtinos. Ihr habt nicht nur Nür betrogen, sondern euer ganzes Volk. Hm? Jetzt gehst du aber wirklich zu weit. Es gibt doch nicht den geringsten Beweis für solche Anschuldigungen. Oder willst du etwa beim großen Kubikus wirklich etwas gefunden haben? Ihr besteht also auf eure Unschuld. Aber natürlich, ich schwöre beim großen Kubikus, dass ich nie etwas Unrechtes getan habe. Dann soll der große Kubikus auch über euch richten. Ich fordere euch auf, eure Unschuld vor Gericht zu beweisen. Indeed. Oh, eine spannende Idee. Du weißt also schon, dass hierzulande alle wichtigen Angelegenheiten vom großen Kubikus entschieden werden. Steuern, Gesetze, sogar Gerichtsurteile. Ich bin einverstanden, der große Kubikus soll in dieser Sache entscheiden. Wenn ihr allerdings den Prozess verliert, werdet ihr wegen Verleugnung des obersten Orakels hart bestraft werden. Das ist euch sicher bewusst, nicht wahr? Das ist es. Nun, dann werde ich den Prozess auf dem Würfelplatz vorbereiten. Ich erwarte euch dann dort. Das wird jetzt was Lustiges. Wir bescheißen die Bescheißer. Na. Erinnert mich irgendwie immer an. Einer bescheißt mich, wir bescheißen einen anderen. Kreslov. Genau. Der Prozess beginnt. Jetzt wird's ernst. Roland, ich überlasse dir, das Reden dir. Sure. Das wird mir ein Vergnügen sein. Das hört er sich jetzt aber nicht so an. Es würde mir gerne ein Vergnügen sein, mein König. Es ist mir eine Freude. Es ist mir eine Freude, die Leute zu bescheißen, die wir bescheißen werden. Was? Alles ist bereit für das hohe Würfelgericht. Wenn ihr keinen weiteren Einwände habt, beginnen wir mit dem Prozess. Ich bin dafür, dass man das bei uns auch so macht. Dann begebt euch auf eure Plätze. Fertig, los. Los, Würfel rollt! Bin ich irgendwie immer bei Yu-Gi-Oh! Gefallen. Dungeon Master oder wie es hieß. Hiermit beginnt der Prozess des obersten Orakels Sixtinos. Da das oberste Orakel selbst diesmal der Angeklagte ist, werde ich die Leitung des Prozesses übernehmen. Was ist los? Es gibt einen Prozess?
Und das oberste Orakel ist der Angeklagte? Was zum Geier soll das alles? Sag mal, was sollen diese Klamotten? Das gehört sich vor... Ja, das gehört sich so vor Gericht, okay. Angesichts des heiligen großen Kubikus wird nun der Angeklagte gegen die Anklage gegen das oberste Orakel Sixtinus vorgetragen. Die Anklage lautet Verdacht auf Falschspiel. Der Ankläger möge nun ihren Appell vorbringen. Unter der Führung des obersten Orakel... Achso, das bist du wieder, Entschuldigung. Du liest jetzt. Na? Jetzt habe ich keinen Bock mehr. Jetzt, na, liest jetzt, du. Nee. Jetzt will ich nicht mehr. Ich auch nicht. Das wird schwierig jetzt. Mann, ich bin das so sehr gewohnt, dass ich alles selber lesen muss. Ich kenne das doch gar nicht, dass ich einen hier habe, der mir Sachen abnimmt. Muss ich mir auch immer dran gewöhnen. Haben sich die Orks dieses Landes des Falschspiels schuldig gemacht? Die Würfel, die von den Orks benutzt werden, sind mit einem Mechanismus ausgestattet, durch den das Ereignis beeinflusst werden kann. Es stimmt, dass einige Orakulus sich problematisch verhalten haben. Doch es ist absolut abwegig, dahinter gleich eine staatliche Verschwörung zu vermuten. Ich selbst habe natürlich nicht das Geringste mit der Sache zu tun. Eure Vorwürfe sind völlig haltlos und aus der Luft gegriffen. Wenn die Vorwürfe wirklich so haltlos sind, wie erklärt ihr dann das hier? Das ist doch... Oberstes Orakel, dieses Dokument ist euch offensichtlich bekannt. Sollte es auch, denn es befindet sich eure Unterschrift darunter. Unter einem Text, in dem ihr die Herstellung von Mogelwürfel in Auftrag gebt. Oberstes Orakel, was habt ihr darauf zu erwidern? No. Boah, ich weiß auch nicht. Ich war nur einen Moment verdutzt, weil ich so ein Dokument noch nie in meinem Leben gesehen habe, geschweige denn unterschrieben. Ich hätte nicht gedacht, dass die Ankläger so tief sinken würden. Denn das ist ganz offensichtlich eine Fälschung. Was haltet ihr davon, wenn wir den großen Kubikus über die Echtheit des Dokuments entscheiden lassen? Das soll mir recht sein. Wir werden nun die Übereinkunft beider Seiten, dem Schiedsspruch des großen Kubikus, empfangen. Eine gerade Zahl bedeutet, dass der Beweis eine Fälschung ist. Bei einer ungeraden Zahl ist er echt. Konnten wir einfach nicht diese Scheiße alles überspringen und einfach den... Schuldig! Das ist der Moment der Wahrheit. Bürger von Colorado, seht her, seht, was wir getan haben. Okay. Evidence is judged to be false. Halt, stopp! Lady Luck has spoken. Righto, your majesty. Voll nicht auffällig. Der Würfel erlebt. The dart. Something is wrong with the dart. Kriegt ja gar nicht mit, dass der Vollidiot sich gerade selbst in die Pfanne haut. Which brings us to the crux of the prosecution's case. That Master Pugnacious knowingly manipulated Lady Luck. What? No! Yeah, with this remote control thingy. Ich frag gar nicht mehr, wieso das vertont ist und... Zu spät. Zu spät. But! Das ist... Scheiße für euch. Mit diesem Manipulator lässt sich steuern, auf welcher Seite der Würfel des großen Kubikus liegen bleibt. In der Fabrik, in die
in der die Mogelwürfel hergestellt werden, konnten wir ein zweites Exemplar in unseren Besitz bringen. Mit diesem Trick hat das Oberstorakel die Leute um ihr Geld betrogen und Nyo um seinen Wald. Sixtinus? Wie bitte? Dieser falsche Hund, das ist lustig. Und das als oberstes Orakel. Und was habt ihr dazu zu sagen? Ich würde sagen, er mutiert. Ich habe das für Goldorados Wohlstand, für deinen Wohlstand, danke. Goldorado soll das reichste Land auf der... Ja, ist gut. Alter, wachs dem Tentakel, sieh an, dein Rückhalt im Volk schwindet. Er ist Dr. Octopus. Dr. Octohundus. Dann ist es sicher bald wieder... Ja, keine Ahnung. Oh, was ist das? What's that? Was ist das? It's a Kingmaker, Longfang! He doesn't look happy. Oh, Longfang? Here in the city? But why? Master Pugnacious, your right to rule has been tested and found wanting. My plan is complete. Your king's bond is mine! Was ist das denn? Der Schlangenkönig oder was geht da? Wait! Da kann unser Wächter jetzt gleich zeigen, was er drauf hat. Fulong, der mit dem Feuer speit. Ja, die eine Folge, der mit dem Zug tanzt. Ich fand die mega lustig. Was ist passiert? Flip! Wir sind in einer Zwischenwelt der Leere. Das ist gar nicht gut. Wenn Fulong sich nicht schnell wieder einkriegt, wird das ganze Land einfach darin verschwinden. What? Was? Das müssen wir verhindern. You went wrong there. Ohne das Wächterband ist Fulong nicht mehr er selbst. Wir werden ihm ein paar auf die Schnauze geben müssen, damit er sich wieder fängt. Es wird nicht einfach, diesen Fulong zu besiegen. Mit Puren draufkloppen wirst du nicht weit kommen, Evan. Da hast du recht, aber unmöglich ist es nicht. Wenn ein Wächter zum Zerstörer wird, hat er keine Kontrolle mehr über seine gewaltigen Kräfte. Also ein Hulk. Diese unkontrollierbaren Kräfte strömen an bestimmten Punkten aus seinem Körper. Wenn wir uns auf die konzentrieren, können wir ihn besiegen. Just say so. Evan sollte diese Punkte sehen können. Schließlich hat er einen Pakt mit einem Wächter geschlossen. Come on! Ah, werden Wächter zu Zoll? Ja, verlieren, ja, bla, das hat sich an bestimmten Punkten an ihrem Körper, wird dort sichtbar. Okay, du, also immer auf den Punkt draufkloppen oder so. Wahrscheinlich muss ich auf Evan wechseln, ne? Nö. Diese Gnuffis entstehen aus der Kraft der Wächter und erscheinen daher manchmal bei einem Wächterkampf. Versuche so viele Wächter-Gnuffis wie möglich zu finden. Ah, okay. Das sind seltene Wächter-Gnuffis, die findet man nur in der Leere. Okay. Ja, gucken wir mal, da siehst du, da links siehst du schon. Ja, die Pranke, die ist da leuchten. Immer das, was leuchtet. Immer auf das, was leuchtet, draufkloppen. Das hat irgendwie so ein bisschen was von Super Mario. Er ist Boffsack und die müssen ihn Lava lassen. Ey, diese Kameraführung ist gerade extrem scheiße. Eine Barriere gegen Feuer. Dahinter werden wir total gegen die Flammen und Schaden geschützt. Du sollst dich da reinstellen.
kann leider nichts machen. Ja, da ist Aua drauf. Sauber. Okay, auf den Kopf, der kommt los. Ja, komm, los, gib ihm Fall, gib ihm Blut. Ja, die anderen Sachen kannst du, glaube ich, nicht mehr anwenden. Das ist schon weh, da brauchst du zwei immer für und du hast nur noch einen. Du hast jetzt noch einen. Jetzt hast du wieder zwei. Du jetzt kannst du jetzt, gib ihm Blut. Okay. Und jetzt kaputt? Jetzt? Das ist ein verficktes Problem. Ja, natürlich. Die Feuerbarriere verschwindet dann, wenn er Feuer schreit. Natürlich. Natürlich. Wie könnte es auch anders sein? Ja, warte wieder auf Schwachpunkt. Der Mann mit dem Hammer, Alter. Ohne Scheiß. Was hat er jetzt für Probleme da? Achso, geht das wieder los. Kannst du gleich wieder Wächter Gnuffis holen. Linke Seite, linke Seite. Warum spaltet er immer dann Feuer, wenn das beschissene Ding nicht fällt? Kriegt das gerade so ein bisschen Flair von, sag mal eben. Eben. Von Dragon's Dogma. Okay. Ich finde nur, dass du das Vieh, dass du an den Vieh hochkletterst. Ich bin in letzter Zeit Bock auf God of War. Teil hier, kannst ja zocken. Nein, auf Kanal zocken. Ja, kannst du ja. Die können wir nicht, weil God of War waren ja die Probleme da oben. Aber God of War 3 nicht, oder? Nö, das nicht, aber. Wir ja nicht nur 3 drauf haben. Das Grund ist das, um sofort das Ende der Geschichte drauf zu machen. Ja. Nimm mal eine Heilung, würde ich sagen. Ein Kreuzchen. Nee, direkt auf dich. Passt schon. So. Boah, Alter, der haut aber auch ordentlich rein, ne? Make yourselves useful! Aber jetzt hat er keine Ideen mehr, ne, von unserem Angriffsmuster hier. Ja, ne, ist ja allgemein. Der Angriffsmuster erschöpft ihn nicht mehr. Aber dreimal hintereinander jetzt dieselbe Scheiße. Angriffsmuster waren bei denen nie wirklich kompliziert, muss ich hier sagen, ne. Chillig, ja. Super, perfekt. Ey, doch, andere Seite. Schade. Hätte so schön sein können. Gib ihm wieder richtig böse gleich. Oh, ist gut. Ist klar. Okay, schön. Wirkungslos. Wirkungslos, Bitch. Guck, jetzt mach doch was Neues. Siehst du? Du hast es gewollt, jetzt bist du. Volle Möbel drauf auf die Bühne. Eat this! Ich muss sagen, von ihm die coole Szene gesetzt, aber. Ja, klar. Oh, zack, Level am Stück. We have won!
Wer hätte denn damit rechnen können? Vielleicht wird Roland auch ein König von Goldorado. Danke. Jetzt werden erstmal die Steuern erhöht. Dann werdet ihr alle schönen Abgaben an mich abdrücken. Und ich fliege nach T-Highland. Okay. Bitte sagt mir, dass das der Würfelplatz ist. Es ist der Würfelplatz. Oh, ein Glück, wir sind zurück. Ja, scheint, als konnten wir Fulong beruhigen. Ein paar Dinge gibt es aber noch zu klären. Wie immer noch frei? In den Kerker mit ihm. Das hab ich was ich getan habe, kann ich nie wieder gut machen. Richtig, ab in den Wurm mit dir. Ich wollte aus unserem armen Land ein blühendes, wohlhabendes Reich machen. Das war mein einziges Ziel, doch irgendwann hat mich wohl die Gier übermannt. Hast du gut gemacht. Der Mann, der das Wächterband gestohlen hat, wer war das? Tja, vor einigen Monaten ist er plötzlich aufgetaucht. Er machte einige geniale Vorschläge, wie das Land seine Profite erhöhen könnte. Aber im Gegenzug wollte er, dass ich ihn zum Minister nenne. Er war es auch, der sich den Mechanismus in den Mogelwürfeln ausgedacht hat. Wenn ich so darüber nachdenke, habe ich mich vollständig von zu seiner Marionette machen lassen. Hast du gut gemacht. Wir haben Fulong einstweil außer Gefecht gesetzt. Die Frage ist, wie geht es jetzt weiter? Das Wächterband ist ja weg. Fulong ist sicher für eine Weile außer Gefecht gesetzt. Das ist das, was wir gesagt haben. Aber ohne Wächterband kann ich ihn nicht kontrollieren. Früher oder später wird er wieder zu toben beginnen. Ich habe so das Gefühl, dass uns dieser Minister noch ganz großen Ärger machen wird. Ja. Und ich habe das Gefühl, dass wir mal für eine Minute die Klappe halten sollten. Danke! Sixtinus, ich möchte, dass ihr euch mit uns verbündet, um das Wächterband wiederzufinden, aber nicht nur deshalb. Ich bin Evan, der ehemalige König von Katzbückel. Katzbückel haben wir das ja immer genannt. Ich habe in der Stätte der Sonne einen Wächterpakt geschlossen und werde in der Melazani-Ebene ein neues Königreich errichten. Wupp, wupp. So ist das also. Ich dachte mir schon, dass du kein gewöhnlicher Junge bist. Ich habe schon so viel verloren, ich will verhindern, dass von dieser Welt noch mehr verloren geht, aber das schaffe ich nicht allein. Ich werde dir dabei helfen, mit allem, was in meiner Macht steht. Ja, viel kann das nicht sein. Denn es ist gut möglich, dass die anderen Wächterbänder ebenfalls in Gefahr sind und wir haben es vielleicht mit einem Feind zu tun, dem kein Land allein gewachsen ist. Ich werde Nür seinen Wald zurückgeben und dafür sorgen, dass alles ermogelte Geld zurückgegeben wird. Dann ist das Land arm und kann uns nicht mehr helfen. Das ist schön. Ich habe dir bereits eine Nachricht zukommen lassen. Thank you. Vielen Dank, Sixtinus. Ich werde Goldorado wieder aufbauen. Schöner als je zuvor. Evan, ich wünsche dir und deinem Reich viel Glück. Siehst du, selbst da spricht man schon von Monarchie. Wir haben es halt voll drauf. Ich glaube, wir müssen wieder zu Nür in den Wald, kann das sein? Yes, Sir. Yes, Sir. Ohne Scheiß, ich glaube, ich muss mal offscreen schon so ein paar Runden Training reinbauen, oder? Mhm. Diese ganzen Gnuffis, Alter. Dach, Jön. Krevens. Kinders, ich bin so glücklich, mir zieht's fast die Unterbüchse aus. Der Wald gehört wieder mir. Ihr könnt von nun an so viel Holz haben, wie ihr wollt. Versprochen ist versprochen. Okay, wir nehmen den ganzen Wald. Thank you. Vielen Dank. Hervorragend. Damit können wir endlich den Grundstein für unser Königreich legen. Übrigens, Nür, so ein finsterer Typ hat das Wächterband von Goldorado geklaut. Hast du davon irgendwas mitbekommen? Jenks. Donnerlütchen. Da muss der Wächter ja außer Rand und Band gewesen sein. Ei, war ein ganz schönes Stück Arbeit, den wieder in den Griff zu bekommen. Sollte aber vorerst keinen Ärger mehr machen. So ein Wächterband zu klauen ist kein Kinderspiel. Kein Kinderspiel. Der Mann wusste, was er tut. Habt ihr da vielleicht irgendwo so ein lila Leuchten gesehen? Mhm. Ja, da war sowas. Außen um ihn herum. Nennt sich Aura. Mhm.
Das war Dämonenhauch. Das ist das Werk vom Dämonengott Pandemos. Pandemos. Das ist auch wieder so ein Name. Das ist der Wächter eines Königreichs namens Demeska. Es gibt nur einen Mann auf der Welt, der Pandemos beherrschen kann. Nein. Und zwar der, der mit Pandemos den Wächterpakt geschlossen hat. Logisch. König Hamna von Demeska. Das bedeutet dann wohl, dass wir nach Demeska gehen und das Wächterband zurückerobern müssen. Das ist nur leider leichter gesagt als getan. Demeska ist nämlich schon vor 2000 Jahren mitsamt seinem Kontinent Paltera wie vom Erdboden verschluckt. Golly. Der König eines Landes, das es schon seit Jahrhunderten nicht mehr gibt? Also ein Geist. Jedenfalls sehe ich ziemlich schwarz für uns, wenn der noch mehr Wächterbänder in die Finger bekommt. Dann könnte er Pandemos nämlich wieder zum Leben erwecken. Wenn das passiert, ist hier Schicht im Schacht. Dann wird die ganze Welt im Dämonenhauch ersticken. Dann ist es so, wie Sixinus gesagt hat, die Wächterbänder der anderen Königreiche sind in Gefahr. Ey, was glotzt du mich so an? Ja, du musst das regeln, Jung. Wir können Hamna nicht einfach so weitermachen lassen. Es reicht nicht, wenn er wirklich vorhat, Pandemos wiederzuerwecken. Umso mehr Grund, uns mit dem Aufbau unseres Landes zu beeilen. Das sehe ich genauso. Trödeln wir nicht länger herum. Ei, wir haben eine Menge Arbeit vor uns. Wo wir gerade dabei sind, was sagt ihr dazu, dass ich euch ein bisschen zur Hand gehe? Wirklich? Nee, nur Spaß. Ich habe da so ein Gefühl, dass ich nicht der Einzige sein werde. Look. I smell the smell on the wind. Not a progress. Seems the mangy dolls got tired of twiddling their thumbs. Oh my! Kommen die denn plötzlich alle her? Luftpiraten, Wäldlinge und sogar Leute aus Katzbükel. Katzbükel. Die wollen sich wohl alle hier niederlassen. Aber schon komisch, vorher war ja doch keine Menschenseele. Ja, ist doch gut, oder? Je mehr, desto besser. Ich habe vielleicht ein ganz klein bisschen nachgeholfen. Hat bestimmt Facebook genutzt. Wer möchte in Evans neuen Königreich kommen? Was auch immer die Beweggründe ist, jeder ist willkommen. Als kleiner Dank für eure Hilfe mit dem Wald und so. Sehr aufmerksam von euch. Da nicht für. Allerdings habe ich mir so gedacht, vielleicht braucht ihr noch einen Finanzminister für euer Königreich. Ausgerechnet du! Und wenn es um Kohle, Zaster oder Mammon geht, kennt keiner sich so gut aus wie meine Wenigkeit. Haben wir gesehen, hast ja nur deinen Wald verzockt. Das wäre für uns eine große Hilfe. Just do it. Wenn du Finanzminister wirst, dann könnte... Ach, bist du schon? Ja, ich bin schon. Du liest die ganze Zeit schon. Also ja, dann könnte Soran Verteidigungsminister werden. Ei, ich kümmere mich um alles, was mit Gewalt zu tun hat. Und da ich selbst mal ein Land regiert habe, werde ich dem König als Berater zur Seite stehen. Und Selvin ist schließlich doch noch recht grün hinter den Ohren. Nein, Roland, du kennst dich mit Politik besser aus als ich. Die Regierungsgeschäfte lege ich in deine Hände. Ich ernenne dich hiermit zum Kanzler. Du bist Kanzler? Oh, war meine Absicht so offensichtlich? Aber eigentlich bin ich nicht. Als König habe ich das Recht, Posten zu besetzen, wie es mir gefällt, oder etwa nicht. Just do it! Der Punkt geht an dich, also gut, dann bin ich jetzt ab jetzt Kanzler. Wenn eure Majestät es befehlen. Thank you. Ich werde sehr verbunden, Roland. Du wächst immer mit mehr in die Krone hinein, Evan. Ich weiß selber nicht, ob mir die Krone jemals passen wird, aber ich werde nicht mehr weglaufen, nie wieder. Das habe ich jetzt beschlossen. Das bin ich euch allen schuldig und mir selbst. Hoppla, wart mal, wir haben das Wichtigste ja total vergessen.
Evan, du musst dir noch fixen Namen für dein Land ausdenken, sonst wird das nichts mit der Gründung. Ich habe mir schon länger einen Namen überlegt. I've decided to call our kingdom. Können wir es nicht selber eingeben? CGP. Well, ich hätte sowas genannt wie Kackstadt oder so. CGP. Ah, wäre doch langweilig. Es klingt nicht schlecht, hat eine bestimmte Bedeutung. Mina bedeutet Glück in einer antiken Sprache namens Nazca. Ja, die gute alte Nazca-Schrift. Glück, eine gute Wahl. Okay, damit steht der Name also fest. Zeit für die Ansprache vor den Bürgern, Hoheit. Nein! Ey, müsst ihr so viel labern? Ei. Das ist eine Antwort! Leute, es ist spät. Guck mal um Dacho hier. Oi! Listen up, ye magey curs. King Evan's got a rosy speech for you. Pay attention. Huh? Hm. Thank you all. Building our new kingdom won't be easy. But we will build it. A beautiful, bountiful kingdom where everyone can live happily ever after. Wow. I want you all to join me on this journey. The road ahead may be a long one, but at the end of it, there is hope. Yeah! Immerhin brauchten wir nichts lesen. Bis jetzt. Klasse gemacht, du Künstler. That wasn't half bad. Oh, wird immer noch vertont, schön. Nice speech, Evan. Couldn't have done better myself. This is where it all begins. Here and now. Our kingdom. We're with you to the bitter end, lad. Come hell or high water. Thank you, all of you. So the people who had heeded Neil's call and flocked to the Heartlands set about building their new nation. And Evermore took its first faltering steps on the road to becoming a kingdom. A kingdom where everyone could live happily ever after. Just as Arenella had wished. Or so they hoped. Nicht, dass wir nachher direkt schon durch sind oder so, ne? Ja, glaube ich nicht. Also ich sehe das schon kommen, so auf einmal so, weiß ich nicht, bei Folge 40 oder so, auf einmal so, ups! For someone with a brand new kingdom, you don't look very happy. I am happy, but I'm worried. There's still so much we don't know. And now there's a force bent on destroying our whole world. How can I ever hope to overcome something like that? You can't, on your own. But you're not on your own, are you? No. Not anymore. I have friends beside me. The best friends I could ever hope for. That's right. So turn to them when you need to, and take it one step at a time. You'll get there in the end. I suppose so. I can only do my best after all. Exactly. And your best is only going to get better. I'll see you again soon, Evan. Yes. See you soon. Möchten wir speichern? Ja. Erste wieder. Ja. Kommt da jetzt noch was, oder? Minneapolis oder Mega City One. Okay.
Er hat so ein bisschen jetzt gerade an Conan Exiles. Hm. Nicht mehr reden, bitte. Warum nicht? Entwickelt sich immer mehr zu einem richtigen Königreich. So muss er. Ja, nicht wahr? Hab einen Thron und so. Ich denke, wir sollten uns allmählich konkrete Gedanken über die Führung und Verwaltung des Landes machen. Wieso? Lass laufen. Ich weiß, alle sollen sich versammeln. Noch eine Ansprache? Bitte nicht. Chapter 4. Ferdinand. Mighty Ferdinand. Alter. Okay. Mighty Ferdinand. Wo war da jetzt irgendwas von Eldevan? Alright. Das Schloss ist endlich fertiggestellt und jetzt können wir damit beginnen, uns die Verwaltung des Landes zu kümmern. Das muss man so sagen. Dann ist gut. Das Land wird nur mit der Hilfe seiner Bewohner gedeihen. Und wenn wir Institutionen einrichten, die für den Betrieb eines Königreiches notwendig sind... Ei, bis jetzt lebt es sich hier auch nicht viel anders als in den Windschlangklippen. Ich habe zunächst einmal alle Landesbewohner, die uns bis jetzt behilflich waren und die spezielle Fähigkeiten besitzen, unter Talente registriert. Wird das jetzt auch noch eine Aufbausimulation, dann wird das echt viel, ehrlich. Es ist ein wichtiger Teil der Führung eines Landes, die Bürger ihre Fähigkeiten entsprechend zu beschäftigen. Eben, du hast natürlich das letzte Wort in dieser Sache. Ich muss also nur anhand der Eignung eines jeden entscheiden, welche Aufgabe er übernehmen soll, richtig? Ja, so ist es. Am besten versuchst du es gleich erst einmal selbst. Als König musst du natürlich alle wichtigen Entscheidungen von deinem Thron aus vornehmen. Erinnert mich irgendwie gerade an Fable. Gut, neuer Tagebucheintrag, die Geburt von Minneapolis. Deswegen sagen wir auch an sehr sensationellen Stelle, see you guys. Und seht das nächste Mal, wie es wohl weitergeht mit Ni no Kuni 2. Jetzt habt ihr 2 Folgen länger bekommen. Dafür kriegt er nächste Woche eine weniger. Gar keine. So, beendet alles. Leute, wollt ihr kein Video mehr verpassen? Lasst ein Abo da. Und wenn euch das Video gefallen hat, teilen, Däumchen drunter. Und für alles andere sind die Kommentare below.